Hallo, hier habe ich besonders lustigen handgemachten Gegenstand gefunden, eine Brille, die aus Porzellan hergestellt wurde. Und wissen Sie, dieses Werk also kommt von dieser Zeitzifang hinter mir. Und Zeitzifang heißt auf Deutsch Porzellanwerkstatt. Jetzt gehen wir hin und ja, sehen wir. Es gibt so viele Schmucken hier und die für die Dekoration von Wohnungen sehr geeignet ist. Und es gibt auch so viele kleine Schmuckstücke hier aus Porzellan. Oh, so viele und es ist auch sehr schön, diese blau-weiße Porzellan. Und gehen wir uns. Es ist so schwer, aber es ist auch so schön. Sehen Sie sich diese Glocke an, sind auch vom Porzellanscherben hergestellt und diese sind dann auch blau-weißem Porzellan. Bild und sieht wie ein chinesisches Schriftzeichen aus, aber das besteht aus mehreren, einigen unterschiedlichen chinesischen Schriftzeichen wie Jiu, Shi, Bai, Qian. Aber ich soll mal da fragen, welche Bedeutung es gibt, weil ich dieses chinesische Zeichen nicht so gut erkenne. 300多年前在康熙的这个陶瓷上是代表了九千九百九十九，也是非常的健康、平安和长寿了。Außer Qipao, dem traditionellen Kleid, und der Tasche aus blau-weißem Porzellan ist das Interessante in dieser Werkstatt für Porzellan, dass man solche alten Porzellansplitter wieder benutzen kann. Und der Chef sagte uns, wir könnten hier einen Schmuck, also selbst, basteln. Oh, es ist so schwierig, ich gebe das auf. Und über diese Diamantbohrer gibt es in China ein Sprichwort, heißt das 没有金刚钻，别揽瓷器活. Das heißt auf Deutsch, ohne Diamantbohrer versuchte man lieber nicht, Porzellan zu reparieren. Ich habe das Porzellanschmuckstück fertig gemacht. Wie finden Sie mein Werk? Oh, sehr schön, das gefällt mir sehr. Schön. Aber die Zeit geht schnell vergangen. Ich soll jetzt meine Söhne von der Schule abholen. Und wenn Sie China und die Dinge aus China noch mehr kennenlernen möchten, folgen Sie mir. Ich bin Mama Yu und ich freue mich, wenn Sie einen Like geben oder mich abonnieren und Kommentar hinterlassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.